Ja. Entscheidung. Ich hab mal eine ganz, ganz andere Frage. Und zwar, wissen Sie noch, wie Ihre Urgroßmutter heißt? Wissen Sie es noch, wie Ihre Urgroßmutter heißt? Also die Mutter Ihrer Oma? Ich sehe so ein paar Nicken und sehr viele Fragezeichen. Ich habe selber, wissen Sie es? Ich habe selber lange darüber nachgedacht. Ich weiß es bei mir auf keinen Fall. Dabei ist ja die Urgroßmutter nur 3 Generationen von uns entfernt. Und ihr Leben und die Zeit, in der sie gelebt hat, ist ja auch irgendwie Grundlage für die Zeit, in der wir jetzt leben. Oder anders gesagt, wer die Gegenwart verstehen will, muss sich die Vergangenheit bewusst machen. Und niemand hat das in letzter Zeit beeindruckender gemacht als Katja Petrowska. Ja? Sie hat in ihrem Debütroman sich auf die Suche begeben nach ihrer eigenen Familiengeschichte und so ganz nebenbei auch die Geschichte Osteuropas erzählt, die ja für uns eher im Dunkeln liegt und, wenn wir ehrlich sind, auch irgendwie relativ weit weg von uns ist. Aber es ist das Gegenteil. Sie hat klar gemacht, die Geschichte Osteuropas ist näher, als wir denken. Der Kiew liegt viel näher an Berlin, als wir vorher wussten. Die Geschichten sind miteinander verwoben. Inhaltlich wie sprachlich ist dieses Buch eine Meisterleistung. Und deswegen bekommt Katja Petrowska ja dieses Jahr auch den Aspekte Literaturpreis. Übrigens dotiert mit 10.000 Euro. Und ihre Urgroßmutter, die heißt vielleicht Esther. Dieses Buch gleicht einem Baum. Ein festes Fundament mit zahllosen Verästelungen und einer Sprache, leicht und flatternd wie ein Blätterrauschen. Wurzel und Ausgangspunkt von Vielleicht Esther ist die eigene Familiengeschichte von Katja Petrowskaja. Um sie zu erkunden und mit ihr die Geschichte des 20. Jahrhunderts, hat sich die Schriftstellerin auf eine Reise begeben. In Kiew zu Sowjetzeiten geboren, erzählt sie von ihren jüdischen Vorfahren. Sie sind durch Krieg und Verfolgung an viele Orte verstreut. Und so reist sie nach Warschau, nach Wien, München und Moskau. Immer auf der Suche nach den kleinen Familienbegebenheiten, die doch auch vom Großen erzählen. Von Krieg, Flucht und Gewalt. Dabei spielt für ihren Familienstammbaum auch ein ganz realer Baum eine wichtige Rolle. Einmal hat mir mein Vater erzählt, dass während der Evakuierung gab es keinen Platz auf den Lastwagen für ihn. Da stand schon ein Fikus und dann hat sein Vater diesen Fikus weggeräumt und hat seinen Platz für ihn geschaffen. Und so wurde mein Vater evakuiert und nicht in Kiew getötet wie seine Stammesbruder. Wäre der Fikus statt ihres Vaters 1941 im Flucht-LKW mitgefahren, wäre Katja Petrowska ja wohl nie auf diese Welt gekommen. Kleine Dinge, die Großes bewirken, davon erzählt sie. Taubstumme Kinder zu unterrichten, ist eine 200-jährige Tradition in ihrer Familie. Und so schreibt sie, unser Judentum blieb für mich taubstumm und die Taubstummheit jüdisch. Doch das Sprechen hat noch eine andere Dimension in diesem Buch. Katja Petrowska ja selbst kam erst Ende der 90er Jahre von Kiew nach Deutschland. Ihre Sprache, die Sprache ihrer Familie, ist Russisch. Die deutsche Sprache noch immer ein bisschen fremd. Das Suchen nach den Spuren der Familiengeschichte geht praktisch in eins mit dem Suchen nach der richtigen Sprache, nach den richtigen Begriffen. Und das ist eine Form, man merkt sofort, das ist noch in Bewegung, Sprache in Bewegung. Geschichte in Bewegung und das überträgt sich auf den Leser im Augenblick des Lesens sofort. Wahrhaft erstaunlich, wie sie leichtfüßig Assoziationen jenseits reinen historischen Erzählens schafft. Etwa wenn sie von Judas Stern erzählt, ihrem Großonkel aus Odessa. Der verübte 1932 in Moskau ein Attentat. Er schoss auf einen deutschen Diplomaten, landete im Folterkeller und vor Gericht. Am Ende stand seine Hinrichtung. Bis heute weiß niemand, was genau ihn dazu trieb. Im Buch versuche ich auch immer zu verstehen, wem bin ich ähnlich. Und wenn man denkt, ja, es ist vielleicht ein Verrückter, ein Provokator, ein Attentäter und man kommt ihm näher und erkennt eigene Züge, dann möchte man tatsächlich diesen Schritt nicht mehr machen. Für Katja Petrowskaja ist Judas Stern mehr als der Name ihres Großonkels. Stern ist ein Symbol, ist der Stern der Juden, aber auch der Stern über dem sowjetischen Kreml. Und es ist der Sternenhimmel, der in seiner stummen Unendlichkeit wie ein Versprechen ist, auch wenn die Realität unter ihm noch so grausam ist.
Katja Petrowskaja reist auch nach Babi Yar, diese Schlucht nahe Kiew, in der 1941 die Deutschen in 2 Tagen mehr als 33.000 Juden ermordeten. Dem Morden in Kiew fiel auch ihre Urgroßmutter zum Opfer. Sie hatte in dieser Straße in Kiew gewohnt und hieß, die Familie weiß es heute nicht mehr genau, alle nannten sie nur Babuschka, vielleicht Esther. Sie gab dem Buch seinen Titel. Babi Yar vielleicht ihr Grab und heute ein Erholungspark. Katja Petrowskaja gelingt es als Ich-Erzählerin, etwas über die Haltung eines heutigen Menschen gegenüber Krieg und Leid zu vermitteln, das so noch nie zu lesen war. Vielleicht Esther schafft die ganz großen Bögen, verbindet reale Orte mit feinsinniger Fantasie. Das Konzept der Zeugenschaft und das Konzept der Imagination gibt es in der deutschen Literatur eigentlich nicht. Da betritt sie ein sehr interessantes Neuland. Ich habe keine Macht über die Vergangenheit. Sie lebt, wie sie will. Sie schafft es nur nicht zu sterben. Und ein ausführliches Gespräch mit der Aspekte-Literaturpreisträgerin Katja Petrowskaja können Sie am nächsten Donnerstag ab 17.30 Uhr am ZDF-Stand auf der Frankfurter Buchmesse verfolgen. Und wenn Sie es da nicht hinschaffen, dann auch gerne im Livestream auf zdf.de. Und da sind Sie dann auch dabei, wenn Sie feierlich den Preis überreicht bekommen.